Ich komme zum Fazit zu Manhattan Project Energy Empire. Ja, wie ihr gesehen habt, richtig tolles Spiel und legen wir gleich los mit dem Material. Ja, das Material ist wirklich der Hammer. Also ich habe sowas nur gesehen bei The Galleries bis jetzt, das ich leider noch nicht gespielt habe, aber die Arbeiter hier sind wirklich extrem dick, also ich glaube, die haben da schon 4 mm oder so, die sind wirklich extrem toll, die Komponenten. Auch die Ölfässer sind sehr toll, die Holz-Stahlteile hier, die sind schön lackiert und die Pappmarke, die Karten, alles passt wirklich perfekt in diesem Spiel, bis auf diese Playerboards hier. Also ich finde das immer wieder ein bisschen zu kritisieren. Ich meine, man hat es auch gesehen bei Terraforming Mars, auch nur so dünne Pappscheiben, die man bekommt hier als Spielertableau, wo dann die Dinger verrutschen. Und jetzt hat man hier so eine tolle Produktion an restlichen Komponenten und dann bekommt man wieder so etwas. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt hier das als großen Kritikpunkt verstehe, nur wenn der Rest von dem Spiel schon so toll produziert ist, wieso muss man dann wieder so etwas Flatteriges beilegen? Also da hätte ich auch noch gern vielleicht ein bisschen mehr bezahlt, aber da eben hier noch ein bisschen mehr Qualität gewünscht bei der Spielerablage. Aber das Design ist sehr schön geworden von dem Ganzen. Ich finde das Artwork ist super, auch vom Spielertableau, das sieht super aus. Aber wie gesagt, alles ist hier sehr hochwertig, nur das Spielertableau, das ist ein bisschen flatterig und das trübt, das hebt sich wirklich von dem anderen Material so ab. Ja, das war's zum Material. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ja, Spieleranzahl, super. Es funktioniert alleine sehr gut. Ihr spielt einen Solo-Modus, wo ihr versucht auch über 100 Punkte zu kommen, wo ihr dann natürlich auch eine Wertung habt und das Ganze noch ein bisschen anders funktioniert. Aber man kann das auch wirklich sehr gut Solo spielen. Wenn man das Spiel noch nicht kennt, eignet sich das sehr gut natürlich, um das Spiel kennenzulernen. Ich finde es gut, aber ich finde es mit mehr Spielern besser. Also Solo-Modus finde ich zum Beispiel 50 First Date mit dem aktiven Bot interessanter. Hier spielt man im Prinzip nur reine Optimierungssache. Ja, dann eben mit mehr Spielern, super. Also zu zweit funktioniert es hervorragend, was sehr selten ist bei Spielen, die bis 5 Spieler raufgehen. Aber ich sage euch, zu zweit macht das absolut hier Bock. Das ist wirklich genial. Dann 3 Spieler, 4 Spieler, super. Also wenn ihr dann zu dritt oder zu viert spielt, ist es dann so richtig, irgendwie richtig genial. Ihr könnt ja richtig der Arsch sein in diesem Spiel. Wenn ihr dann mehr Energie ausgibt, gleich ein Feld besetzt und die anderen dann eben so, boah, wie, ich wollte das jetzt machen und ich kann das jetzt nicht mehr machen. Und das ist wirklich genial. Das einzige Problem an mehr Spielern ist die Spieldauer, zu der ich dann eben gleich komme. Also mit 5 Spielern ist es mir schon wirklich ein bisschen zu lang, da hier jeder reingrübelt. Ich würde es maximal zu viert spielen. Das finde ich die optimale Besetzung. Zu dritt, zu viert, zu zweit natürlich sowieso sehr gut. Und ja, zu fünft finde ich nicht so toll, aber bis zu 4 Spielern super. Ja, Thematik ist ja bei Worker Placement Spielen nicht einfach, eine Thematik sehr gut rüberzubringen. Dieses Spiel schlägt in der Thematik ein wie eine Bombe. Also wirklich. Angefangen vom Design, von der Idee her, mit den Karten und mit den Ländern und mit den Katastrophen. Also wenn ihr euch das Regelvideo angesehen habt, ihr seht schon, es fängt schon bei den Ländern an. Irak hat viel Öl, China hat natürlich viel Arbeiter und Plastik und das passt irgendwie alles thematisch zusammen, auch von den Gebäuden hier und mit den Würfeln, die eure Produktion darstellen, ihr aber euer Land verseucht, dadurch, dass ihr schmutzig produziert und je schmutziger das Ganze wird, eben hier der Pollution Tracker runtergeht und das Ganze hier verschmutzt. Geniale Thematik, wirklich toll gemacht, auch durch die schönen haptisch guten Ressourcen. Also thematisch ist das Spiel eine Bombe,
kann ich nur jedem empfehlen, der sich so eine Thematik wünscht bei einem Spiel. Ihr kommt ja voll auf eure Kosten, ist meine Empfindung. Auch die der anderen Spieler, die es gespielt haben, sagen, das Spiel ist thematisch eine Wucht für ein Worker-Placement-Spiel. Ja, Spieldauer habe ich schon vorher ein bisschen angesprochen. Vielleicht werde ich das in Zukunft ein bisschen kombinieren. Spieleranzahl, Spieldauer, denke ich mir, da spare ich mir den Punkt. Ja, Spieldauer ist so ein Punkt, da steht 1 bis 2 Stunden drauf. Ist endlich mal eine realistische Einschätzung. Also wenn ihr zu zweit spielt, da hockt ihr sicher eine Stunde. Ich würde da eher sagen 1,5 Stunden zu zweit. Und dann zusätzlich pro Spieler würde ich vielleicht eine halbe Stunde dazu rechnen. Da kommt man ganz gut hin. Also 2,5 Stunden zu dritt ist durchaus möglich. Zu viert auch, wenn alle Spieler das Spiel schon beherrschen, die Mechaniken und jeder schon gleich das Gefühl für eine richtige Engine bekommt, dann kann man das zu viert auch in 2,5 Stunden machen, je nachdem, wie lange man überlegt natürlich. Aber im Durchschnitt würde ich sagen, ihr hockt da zu dritt schon auch mal 3 Stunden, 4 Stunden, auch zu viert. Ja, 4 Stunden ist schon heftig, das waren dann eben neue Spieler. Aber wenn ihr zu viert spielt, könnt ihr sicher 3 bis 3,5 Stunden rechnen. Da muss ich mal mitstoppen. Aber ich würde sagen, 3,5 Stunden zu viert, vielleicht 3 Stunden zu dritt. Und wenn es alle gut können, schafft ihr das zu dritt auch in 2,5 Stunden. Und zu zweit 1 bis 1,5, wenn es ganz kompliziert wird, vielleicht auch 2 Stunden. Ja, Preis-Leistung finde ich total in Ordnung. Ich meine, 60 Euro ist ja nicht billig für so ein Spiel, aber bis auf das Spielertableau sehr hochwertige Materialien drin, ist wirklich sehr schön. Das Gesamtpaket passt, der Spielspaß ist da, alles ist vorhanden, die Thematik und so weiter. Also ich habe die 60 Euro gerne ausgegeben für dieses Spiel, würde sie jederzeit wieder zahlen. Vor allem ist ja noch ein Importspiel. Ich weiß gerade nicht, ob es auf Deutsch kommen wird, aber die englische Version muss man natürlich ein bisschen was draufschlagen. Und ich glaube bei P3 Comics, ich glaube so 60 Euro bekommt man das Spiel hier. Und wirklich, ich finde den Preis total in Ordnung, kann man nichts dazu sagen. Ja, zusammengefasst, ein wirklich mega geniales Spiel, ein Traum für alle Worker Placement Fans. Ja klar, hier sind Würfel dabei, aber die braucht ihr nur zum Generieren für eure Energie. Die beeinflussen eure Engine nicht direkt, sondern das hängt nur davon ab, wie viele Aktionen könnt ihr in der nächsten Runde machen. Vor allem auch mit der Verschmutzung natürlich. Aber es fühlt sich so thematisch an. Die Würfel sind quasi eure schmutzigen Produktionsstätten oder, na ja, gut, Solarwind natürlich nicht oder die Hydro-Geo-Würfel. Aber das Ganze ist dadurch eben sehr thematisch gehalten. Also thematisch volle Wucht nach dem ersten Spiel haben wir uns alle gedacht, wow, das Spiel ist wirklich cool. Mit der Verseuchung, mit dem Thema von den Länderkarten, mit dem Thema der Krisen, die hier auftauchen. Also auch das Artwork von den Krisen, schön gezeichnet, finde ich. Habe ich jetzt nicht so viel hergezeigt, glaube ich, aber dennoch super, auch das Artwork auf den Karten. Die Funktionsweise, wie man Rohstoffe und Geld bezahlen muss und dadurch auch sinnvolle Aktionen machen kann, die von den Gebäuden abhängen. Also man muss das Spiel spielen, damit man das merkt, wie thematisch dicht das Ganze hier ist. Was ich vor allem sehr gut finde, das Spiel ist für ein Worker Placement Spiel echt interaktiv. Also nicht nur, dass ihr jemanden etwas wegnehmen könnt, da ich finde, dass es auch ganz übersichtlich ist bei den anderen Spielern, was ja natürlich Standard ist, ihr baut euch weg oder deckt eine Krise auf, Verseuchung und so weiter. Nicht nur das, ihr könnt hier so viel machen, indem ihr viel Energie ausgibt mit euren Arbeitern zusammen. Also das ist wirklich extrem. Wenn ihr als Erster dran seid, habt viel Energie, gebt 4 Energie unter euren Arbeiter oder 3, dann müsst ihr beispielsweise 3 Energie unter eurem Arbeiter, dann habt ihr einen Stack von 4 auf der Aktion liegen und der nächste muss schon 5 bezahlen und der nächste dann 6. Also das muss man sich mal leisten können. Wenn ihr da wirklich der Arsch seid, sage ich mal, vom Spiel,
zeitgleich an der Reihe und habe gesehen, aha, jetzt haben gerade ziemlich viele schon die Worker-Phase beendet und oder beziehungsweise generiert vor einem, man setzt hier schon den Worker drauf, dann können sich die anderen hier die Reinigung nicht mehr leisten, weil man selber schon drauf gesetzt hat. Natürlich hat man viel Energie ausgegeben, aber die anderen können es auch nicht mehr machen. Und das ist so gemein, das ist so interaktiv toll gelöst. Also es fühlt sich wirklich genial an. Das ist so, das ist fast schon so ein Pokergefühl, wenn man mit 4 Spielern spielt, auch bei 3 Spielern schon. Ich meine, sicher kann man es nicht vergleichen, Blood Rage zum Beispiel, aber da sitzt man dann auch da und man hofft die ganze Zeit, hoffentlich setzt der jetzt da nicht drauf und wenn, hoffentlich setzt er nicht viel drauf. Und das ist wirklich genial, super Spiel, ein super Element in dem Worker Placement Spiel. Also Leute, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr auch ein tolles interaktives Element in dem Spiel haben wollt, indem ihr mehr setzt auf das Feld und den anderen das Leben damit erschwert, dann seid ihr hier genau richtig aufgehoben. Auch die Engine funktioniert perfekt, man hat ja so viele Möglichkeiten, hier seine Waren zu tauschen. Das fühlt sich einfach genial an, mit diesen Rohstoffmarkern hier zu hantieren, 3 Öl abgeben, sich dafür Gold holen oder tauschen und sich Waren nehmen. Und das alles ist richtig toll gemacht und ja, es ist so rundherum ein komplett lustiges, tolles, motivierendes Wirtschaftsaufbau-Worker-Placement-Spiel. Auch mit der Verseuchung, eine super Mechanik, habe ich so noch nicht gesehen, dass man hier seine Verseuchung aufbaut, hier nach Öl bohren kann auch noch und das Ganze sehr strategisch wird dadurch. Und ja, was soll ich noch machen? Ich schwärme die ganze Zeit davon, einziger Kritikpunkt dieses Spielerboard, aber sonst ihr müsst einiges an Zeit mitbringen, habe ich in der Spielzeit schon erwähnt. Das Spiel spielt man nicht mal so in einer halben, dreiviertel Stunde runter. Und ja, jeder, der dabei gesessen ist, hat es nicht bereut, das Spiel gespielt zu haben. Jeder findet es gut. Ich finde es auch hammermäßig gut. Worker Placement, Freunde, ihr kommt um dieses Spiel nicht herum. Schwierig zu vergleichen. Es ist gleich in meiner Top 3 Liste gelandet. Also ich finde eigentlich das beste Spiel, das ich in den letzten 2 Jahren in diesem Wirtschafts-Worker-Placement-Bereich gespielt habe. Ich habe noch The Galleries da liegen. Das will ich auch bald mal anfangen. Das hat von der Produktionsqualität auch hammermäßige Produktion. Soll auch sehr gut sein. Darauf freue ich mich auch schon. Und ja, Energy Empire, eine wahre Perle in diesem Sektor. Ich kann es euch nur empfehlen. Viel Spaß, wenn ihr es euch kauft. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ob es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video dann. Ich hoffe, ein Let's Play von diesem schönen Spiel. Euer Austrian Board Gamer. Ciao.